Die Vivian besucht uns. Wir haben ja schon mal irgendwann gequatscht. Ich wollte dich fragen, wie es so bei dir läuft im Moment, was so deine Projekte sind. Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe vor kurzem erst ein ganz, ganz großes Projekt selbst auf die Beine gestellt, was jetzt bald veröffentlicht wird. Es geht ums Thema Diskriminierung und für Menschenrechte und dass jeder so sein soll, wie er sein möchte. Und ja, das war vor 2 Wochen ungefähr und das wird jetzt bald in die Öffentlichkeit treten und da bin ich ganz, ganz stolz drauf. Und was habt ihr da gemacht? Eine Fotoreihe oder hast du da mit mehreren Mädels gearbeitet oder was? Wie habt ihr das gemacht? Oder willst du noch nicht genau sagen? Also wir haben unterschiedliche Menschen gesucht, die ein optisches Merkmal haben. Zum Beispiel hatten wir einen Transgender dabei, dann mich als Tattoo-Model, also als Tätowierte. Dann hatten wir farbige Menschen dabei, wir hatten Muslimen dabei. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen und da entsteht jetzt ein Gruppenbild raus. Wir haben auch Einzelporträts gemacht, wo wir auch noch was draus zaubern werden. Und ja, das Ganze läuft unter dem Motto Be a Voice, not an Echo, sei du selbst und verändere die Welt. Ja. Genau. Das klingt gut. Und das hast du selber auf die Beine gestellt? Ja. Monatelange Planung. Ach, toll. Und wie bist du da rangegangen? Also wie hast du, also erstmal, wie kam dir die Idee und wie hast du dann die ganzen Leute gefunden und so? Also ich muss ja sagen, dass ich selber viel mit Vorurteilen zu kämpfen habe und auch viel schief angeguckt werde oder auch manchmal ausgegrenzt werde. Und mir ist einfach aufgefallen, dass mir auch viele, viele Leute schreiben, dass sie das ganz toll finden, dass ich das so mache, wie ich das möchte und dass ich aussehe, wie ich möchte und dass ich mein Ding einfach durchziehe. Und da ist mir einfach die Idee gekommen, dass mir ganz wichtig ist, dass die Leute, die mir folgen, zum Beispiel auf meinem Weg, dass die auch an dem Punkt ankommen sollen, wo sie zur Selbstverwirklichung greifen. Also, dass sie einfach sie selber sind. Ja, und so kam mir dann die Idee, dann kam das Motto und der Slogan und ja, dann wird das... Find ich vor allem schön, den Slogan. Ja. Und was hast du dann gemacht? Also bist du dann, weiß ich nicht, ins Internet gegangen und hast irgendwelche Leute gesucht und gezielt angeschrieben oder hast du einen Aufruf gestartet und die Leute haben sich gemeldet? Ich habe einen Aufruf gestartet und habe den Leuten auch, also ich habe bei dem Aufruf direkt gesagt, dass die Leute bitte mit Bild sich bei mir melden sollen und warum sie dabei sein möchten. Und da haben wir uns dann die Kandidaten rausgepickt. War das schwer? Ja, schon. Ja. Schon schwer, ja. Und Sie sollten nur die Bilder schicken oder haben Sie auch ein bisschen erzählt, warum Sie dazu passen würden? Ja, also Sie sollten ein Foto schicken von Ihrem optischen Merkmal und uns dann einen Grund nennen, warum Sie dabei sein möchten. Mhm. Warum wir gerade Sie auswählen sollten. Ja. Das war schwierig. Hast du, ja, kann ich mir vorstellen. Hast du dann mit einem bestimmten Tätowierer zusammengearbeitet? Quatsch, Tätowierer, Entschuldigung. Fotografen wollte ich sagen. Alles das Gleiche. Dieses Künstlervolk halt. Fotografen, du warst schon so was? Hört sich überhaupt nicht zugehört? Fotografen. Ja, ja, ich habe eine Fotografin, mit der ich ganz oft schon zusammengearbeitet habe. Und die habe ich mir dann ins Boot geholt, weil ich ihr vertrauen kann und weil ich weiß, dass sie ihren Job beherrscht. Ja. Und die war auch voll in der Sache mit dabei und hat sich da auch engagiert und mitgeholfen. Ja, da braucht man dann auch die richtigen Leute, ne? Die müssen dann auch so ja, auf die Leute eingehen und so weiter, ne? Waren das denn hauptsächlich Leute, die schon ein bisschen Erfahrung von der Kamera haben, sich deshalb gemeldet haben? Oder waren da auch welche, die man erstmal so ein bisschen aufwärmen musste und an die Situation gewöhnen musste? Also es waren eigentlich hauptsächlich alles keine Models. Die standen so gut wie alle noch nie vor der Kamera. Haben dafür aber ihren Job echt gut getan. Also doch. Und dann haben Sie Ihre Geschichten dazu erzählt und wird das dann irgendwo abgedruckt? Also habt ihr irgendein Magazin mit dem Boot oder macht ihr es über das Internet, über eine eigene Seite oder was ist der Plan? Also wir haben einmal die Zeitung bei uns, da wo ich wohne, in der Stadt, die das veröffentlicht, weil es halt teilweise die meisten Leute kommen auch aus meiner Stadt. Ja. Und dann werden wir das im Internet ganz breit und groß verkünden und veröffentlichen und hoffen, dass das auf ganz viele Leute trifft und dass sich ganz viele Leute angesprochen fühlen und Motivation kriegen, das dann auch durchzusetzen. Ja. Wie viele waren das insgesamt, wie viele Leute? Also im Endeffekt waren es jetzt leider nur noch 6 und sind ein paar abgesprungen. Wir hatten eigentlich 10. Aber ich muss sagen, dass ich, wären es wirklich die 10 gewesen, dann wäre es wahrscheinlich zu viel gewesen. Weil es so schon so viele unterschiedliche Menschen waren. Und ich glaube, es wäre einfach too much gewesen dann am Ende. War da denn vielleicht eine Geschichte bei, die dich auch selber geschockt hat, so nach dem Motto, boah, ich hätte nicht gedacht, dass sowas, was eigentlich jetzt schon gang und gäbe ist, noch so hart kritisiert und diskriminiert wird? Also ich persönlich bin ja viel, ich bin viel mit Transgendern und so. Mein Bruder ist ja auch ein Transgender und deswegen finde ich das ganz, ganz schlimm, dass die...
dass die Leute dafür verurteilt werden, dass sie sich selbst im falschen Körper fühlen. Und da hatten wir halt auch jemanden dabei. Und er hat halt auch von sich erzählt, dass er sehr viel in Schubladen gesteckt wird und sehr viel ausgegrenzt wird. Und das finde ich halt schon, das ist halt eine Richtung, das sollte einfach anerkannt werden. Wenn man sich im falschen Körper fühlt, dann... Ja, klar, auf jeden Fall. Ich habe gerade schon mal überlegt, beziehungsweise mit jemand anders gesprochen, dass es total interessant ist, wie viele Tätowierte, obwohl wir ja diesen kriminellen Ruf haben und diesen harten Hund und ja, ist alles egal, gegen die Gesellschaft, genau im Gegenteil, dann irgendwie alle sich für Tiere und Menschen und so einsetzen, das ist irgendwie total cool. Also hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es, also auch das Gefühl, dass es irgendwie immer mehr Leute so machen? Ja, sehr viel. Also sehr viel im Tierschutzbereich auf jeden Fall. Das wird immer mehr. Und es ist wirklich erstaunlich, weil meistens sind es halt wirklich die Tätowierten, die sich für irgendwas einsetzen. Ja. Zumindest so in den letzten, in dem letzten Zeitraum auf jeden Fall. Kriegt man immer mehr mit. Ich auch. Ich muss das nochmal eruieren. Woran das mir... Ich habe ja noch ein paar Leute, die ich fragen kann dazu. Das ist immer das Gute. Ich kann ja immer blöde Fragen stellen. Sehr gut. Und du bist heute hier auf jeden Fall noch ein bisschen unterwegs, ne? Hast du denn schon noch irgendwie vor, das auch so ein bisschen zu verbreiten? Also willst du das auch noch so ein bisschen, hast du irgendwelche Werbematerialien dabei oder sowas? Oder erzählst du den Leuten einfach davon? Werbematerialien habe ich nicht dabei, weil das Projekt, also das Bild selbst ist ja noch nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Aber erzählen werde ich auf jeden Fall davon. Hast du das denn, also hattest du, wenn ich mal blöd fragen darf, auch irgendwie Kosten oder habt ihr das alle pro bono so gemacht, irgendwie untereinander? Oder musstest du da auch irgendwie sowas quasi auf dich, ich muss dann jetzt nicht keine Zahlen nennen, aber hast du da auch selber irgendwie, musstest du oder war es okay, dass du mit allen gesprochen hast und jeder hat das so pro bono gemacht, also so TFP umsonst quasi? Also die Models haben es TFP gemacht, auf TFP-Basis. Ich hatte Studiokosten und natürlich die Verpflegung für die Models, damit es denen auch gut geht und da nichts fehlt. Und aber das nehme ich gerne auf mich, in der Hoffnung, dass das Projekt dann auch groß rauskommt. Ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Dann wünsche ich dir damit auf jeden Fall viel Erfolg und überhaupt heute viel Erfolg. Und dann nehme ich dich mal kurz noch in den Arm, wenn ich darf. Danke fürs Interview.